Seit Bekanntgabe des Beschlusses der Sowjetregierung, die Ernährung Berlins auf der Grundlage der bestehenden Rationssätze zu übernehmen, treffen in Rostock laufend sowjetische Frachter mit Getreide ein. Moderne Exhaustoren ermöglichen rasches Verladen in bereitstehende Güterzüge, die nach Berlin abgefertigt werden. Laufende Mehltransporte decken seit dem 1. August den Bedarf der Millionenstadt. Aufgrund eines weiteren Abkommens zwischen der sowjetischen und polnischen Regierung liefert Polen Schlachtvieh für die Fleischversorgung der Hauptstadt Deutschlands. Die Tschechoslowakei hat sich im gleichen Rahmen zur Lieferung von Kartoffeln für Berlin verpflichtet. So hat seit dem 1. August jede Berliner Hausfrau die Möglichkeit, gleichgültig in welchem Sektor sie wohnt, ihre Lebensmittelkarten im sowjetischen Sektor anzumelden, wo sie voll beliefert werden. Die Versorgung der Millionenbevölkerung Berlins ist durch die Lieferungen aus der Sowjetunion, Polen und der Tschechoslowakei voll gesichert, einschließlich der von den Westmächten in ihren Sektoren wieder rückgängig gemachten täglichen Zulage.